Moin Deutschland! Ihr fragt euch sicherlich, warum einige Landwirte momentan auf den Straßen unterwegs sind und den Verkehr verlangsamen. Nun, immerhin kleben wir uns nicht fest. Auf das Niveau wollen wir gar nicht runter. Ich sag's euch warum. Wir haben die Schnauze voll. Und zwar gestrichen voll. Nicht erst seit gestern. Aber was gestern passiert ist, dass dieser Staat allen Ernstes der Meinung ist, dass Landwirte jetzt 1 Milliarde Euro pro Jahr einsparen sollen, indem man klimaschädliche Subventionen streicht. Das ist komplett lächerlich. Die Landwirte waren übrigens die einzigen, die es geschafft haben, im letzten Jahr ihre Klimaziele einzuhalten. Aber dem Staat geht's gar nicht ums Klima, dem geht's auch nicht um einen besseren, funktionierenden Sozialstaat. Ansonsten würde man den nämlich nicht abwickeln hier. Uns geht's, wie gesagt, darum, dass wir um die Erlaubnis bitten, arbeiten zu dürfen. Das muss doch in diesem Land schon was wert sein. Uns geht's darum, euch weiterhin mit guten, nachhaltigen, regionalen Lebensmitteln zu versorgen. Die Versorgungssicherheit ist doch nicht selbstverständlich, die ist doch nicht Gott gegeben. Und deswegen bitten wir euch nicht nur um Verständnis. Nein, wir wollen euch an unserer Seite haben. Ihr müsst mit uns kämpfen, damit dieser Staat, diese Regierung endlich versteht, dass es ohne Landwirte, aber auch ohne den Mittelstand und vor allem auch unsere Spediteure, die man genauso gerade abwickeln will, nicht funktioniert. Wer soll diesen Sozialstaat denn weiterhin am Laufen halten, wenn nicht der Mittelstand, die arbeitende Bevölkerung? Und Arbeit muss sich lohnen. Und wir wollen nicht einen Euro mehr haben. Wir wollen einfach nur arbeiten dürfen in einem fairen Wettbewerb. Wir stellen uns den gesamten Wettbewerb global. Kein Problem. Aber wenn selbst der Franzose Heizöl tanken darf und wir sollen dann den normalen Diesel kaufen, der ja immer teurer wird, weil man die Luft besteuert, ja, dann frage ich euch allen, wie das gehen soll. Und stirbt der Bauer, stirbt das Dorf. Das muss jedem klar sein, was hier dann los ist, wenn wir nicht mehr da sind. Und täglich sterben hier Betriebe. Täglich geben welche auf. Nicht, weil sie es nicht können, sondern weil ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und deswegen seid dabei, habt nicht nur Verständnis, sondern kämpft mit uns an unserer Seite für eine Politik mit gesundem Menschenverstand. Mehr wollen wir gar nicht. Danke. Das ist mein Aufruf zur Revolte, die ruhig auch Spaß machen sollte. Weil die neue Art zu revoltieren, die geht da 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 da